So stellt man sich vor den Eingang einer Bar. Echt. Die Leute sind ja echt verrückt drauf. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Cyberpunk 2077. Folge 3. Hier war das so stehen geblieben. Wir haben mit Jenkins gesprochen und verlassen das Büro jetzt. Und gucken mal, was auf uns zukommt. Ich habe hier die Berichte für Sie. Ich habe gerade zu tun. Schick sie mir einfach. So. Wie? Alles okay? Wie läuft's in der Schlangengrube? Schlangengrube. Das ist noch milde ausgedrückt. Hast du Ärger? Noch nicht. Fürs Erste brauche ich jemanden, dem ich traue. Das klingt eher nach einem Ja. Wir treffen uns in einer Stunde im Lissys. So. Wir können lesen. Ah, ich kann hin und her schalten. Lies den Bericht auf deinem Terminal. Okay, machen wir. Wir wollen natürlich alles mitnehmen. Ich mach die Kamera vielleicht doch wieder so ein bisschen höher, weil es werden häufiger mehrere Sachen angezeigt und ich will auf jeden Fall, dann machen wir es lieber so. Dann wird nämlich hier unten dieses Symbol vollständig angezeigt und die Aufgaben, das ist dann nicht ganz so wichtig, ja. So, wo ist denn das? Hier? Ach so. Ich brauche einen Stempel von dir. Möglicherweise ist einer von uns aufgeflogen. Schon wieder Frankfurt? Nein, geht um was Lokales. Okay, gib mir die Kurzversion. Unser Agent bei Biotechnica vermutet, dass er enttarnt wurde. Sie haben ihm kürzlich Sicherheitsstufe Rot gewährt. Die höchste. Er sucht nach Dreck, kommt aber nicht voran. Komm zum Punkt. Die sind zu sauber. Blitzblank. Kein einziger Fleck, nirgendwo. Wir glauben, sie haben ihn enttarnt und füttern ihn mit falschen Daten. Sollen wir ihn rausholen oder weitersuchen lassen? Erwartete Risiken? Nicht lebensbedrohlich. So arbeitet Biotechnica nicht. Erpressung wäre möglich. Eventuelle Falschdarstellung in den Medien. Der Mann hat Kinder, er würde zusammenbrechen. Ja, dann holt ihn doch raus, Mensch. Holt ihn raus, aber still und leise. Wir wollen nicht, dass irgendwer den Braten riecht. Jenkins wird sauer sein. Um den kümmere ich mich. Verstanden. Ja, auch hier haben Entscheidungen Auswirkungen. Aber ich entscheide mich, wie ich es für richtig halte. Und wie es mir gerade Bock macht. Was haben wir denn da? Karten aufheben. Und das? Wow. Okay. Nachrichtendatei net. Mit den Stars in den Sternen von Crystal Palace. Unschlagbare Angebote. Warst du schon so oft in Thailand, Marokko und Alaska, dass es dir zum Hals raushängt? Hast du Lust auf ein echtes Abenteuer statt noch einer Tour durch Europa? Willst du sehen, wie die größten Film- und Braindance-Stars der Welt feiern und sich entspannen? Willst du die Stars in den Sternen sehen? Jetzt hast du die Gelegenheit. Der Crystal Palace bietet dir eine einmalige Gelegenheit, eine Suite mit Blick auf die Erde zu buchen und dazu eine unendliche Auswahl an Gutscheinen für unsere preisgekrönten Restaurants und Casinos, damit das Glück von Anfang an auf deiner Seite ist.
Und keine Angst, wir sorgen dafür, dass dein Aufenthalt bei uns himmlisch wird, aber die Kosten nicht astronomisch. Ergebnisse der vergangenen Woche von Quantify Cetery an V. Bei der Messung ihrer biometrischen Werte wurden Abnormalitäten festgestellt. Wie bei den vorhergehenden Messungen sind die Cortisol- und Adrenalinwerte erhöht. Die Verwendung von Hormonblockern ist nur für 2 Wochen empfohlen, bevor eine Wiederherstellung der Ausgangslage fällig wird. Bei Ihnen erstreckt sich sie bereits über mehr als 3 Wochen. Empfehlung: Machen Sie einen Termin mit Ihrem Trainer aus, um einen Erholungsplan zu erstellen. Postmortem-Analyse, Operation Wurmiger Apfel. Arasaka Abteilung für Analytik Night City. Der Ausschuss der Abteilung für Betriebsaufsicht ist bei seiner Sitzung zu folgenden Schlüssen über die Operation Wurmiger Apfel gekommen. Bei der Durchführung der Operation wurden die üblichen Prozedere nicht befolgt, wodurch das Leben von Agenten und vor allem der Ruf des Konzerns gefährdet wurde. Die Operation führte nur deshalb zum Erfolg, weil Petrochem noch schwerwiegende Fehler gemacht hat als wir. Als Mitarbeiter, die an der Planung der Operation beteiligt waren, müssen sich einer internationalen Überprüfung unterziehen. Der Tod der Kontaktperson in Prag, Todesursache Herzstillstand durch Giftstoff, wurde direkt durch mangelhafte Planung verursacht. Weiteres Vorgehen, alle Planungsschritte der Operation müssen geprüft werden, von anfänglicher Recherche bis hin zur Umsetzung, um die Fehler in Vorgehensweise und oder Beurteilungen eindeutig festzustellen. Und neue Räumlichkeiten, Bekanntmachung. Es ist uns eine große Freude, die Eröffnung einer neuen Räumlichkeit in unserem Hauptquartier in Night City bekannt zu geben. Unsere Wissenschaftler haben mit äußerster Sorgfalt authentische Flora und Fauna des Regenwalds ausgewählt, um dieses experimentelle, selbstversorgende Ökosystem ins Leben zu rufen. Weitere Einzelheiten folgen in Kürze. So, nach der Auswertung gesammelter Daten von Kontaktpersonen in Utah, Nevada, Arizona und Montana konnten wir keine aktiven Bemühungen der NUSA gegen Arasaka-Anlagen oder Aktivitäten in föderalen Territorien feststellen. Allerdings lässt sich derselbe Schluss nicht auf potenzielle Bedrohungen durch Militech ausweiten. Auch wenn der Konzern enge Verbindungen zur Regierung der NUSA hat, konnten wir keine wertvollen Informationen über Militech sammeln, da deren internen Vorgänge und Informationsflüsse bedeutend strenger kontrolliert werden. Wir müssen uns vorerst mit unbestätigten Vermutungen unserer eigenen Agenten begnügen. Fazit: Mehr Nachforschungen durch Agenten sind erforderlich. Derzeitige Datenlage beruht zu sehr auf Vermutungen und lässt keine eindeutigen Schlussfolgerungen zu. Okay. Agent V zeigt ein hohes Maß an Initiative und hat sich als effiziente, autonome, wenn auch schwer zu kontrollierende Einsatzkraft bewährt. Als kluge, ambitionierte Persönlichkeit ist er für den Feldeinsatz geeignet. Außerdem ist er bestrebt, seine Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen und bereit, eine angemessene Anzahl von Überstunden zu leisten. Zudem zeigt er keinerlei Anzeichen von Illoyalität gegenüber Arasaka. Ist interessant. Sehr interessant. So. Nee, Moment, ich war noch gar nicht durch hier. Ach, wir können jetzt hier zu... Naja, gut, das sind nur... Die wollen doch nicht schon gehen. Wie in sein Zimmer. Hey, ja, warum nicht? Okay, das ist mir dann jetzt doch ein bisschen viel. Ich denke, das können wir guten Gewissens weglassen. Ja? Wollen wir es mal nicht noch länger machen, als es schon ist. Ja? Auf jeden Fall nicht schlecht. Geh zur AV-Halle. Machen wir. Machen wir, Alter. Es geht ab. Ja, freut mich für dich. Wir haben uns jetzt gründlich durchgeschaut. Hast du den Wahlbericht gesehen? Ich meine, Alter. Wenn das rauskommt, wird man uns in Stücke reißen. Das wird aber keiner rausfinden. Was denn? Und die paar, die was wissen, wir kümmern uns um sie. Was glaubst du denn so? Hm? Wie die beide mich so angeguckt haben, weißt du? Da kümmern wir uns drum. Zugriff gewährt. Dankeschön. Ah ja, das dürfen wir jetzt benutzen, ist doch schön. Ui, Alter. Okay.
Einen wunderschönen guten Tag. Ah, cool. Na? Hallöchen. Ah, hi. Na? Wie geht's denn so? So, ich glaube, hier ist gar nichts, wa? Steige in Jenkins AV. Ah, geil. Ohne Scheiß. Bitte nennen Sie Ihr Ziel. Zeig mir die Bezirksanalyse. Verstärkte NCPD-Präsenz und Aktivität in Haywood. Es gibt keine offiziellen Stellungnahmen. Abgefangene Funknachrichten sprechen für einen MaxTech-Einsatz in der Gegend. Großflächiger Ausfall des Stromnetzes gemeldet in Santo Domingo. Aktivitäten in allen anderen Bezirken weisen keine Abnormitäten auf. Dann ab zu Lizzie's Bar. Neues Ziel, Lizzie's Bar. Schon unterwegs. Gönnen wir uns, wa? Eine Konferenz des Europäischen Weltraumrats wurde plötzlich durch einen Fehler im Neuralstabilisationssystem unterbrochen. 5 Mitglieder des Europäischen Weltraumrats sind tot, 3 weitere in kritischem Zustand. Nach einer möglichen Erklärung für den schockierenden Vorfall wird nun gesucht. Die Ratsmitglieder benutzten alle von Biotechnica zur Verfügung gestellte Geräte. Der Konzern hat noch keine Stellungnahme zu dem Vorfall abgegeben. Unser Reporter ist vor Ort. Wir bringen Ihnen die neuesten Entwicklungen in Echtzeit. Bleiben Sie dran für die neuesten Nachrichten. Okay. Digga. Und durch diese ganzen können wir uns bewegen, ja? Ja? Alter. Das sind Gebäude, ey. Da muss ich die Kamera echt mal auslassen, ey. Ohne Scheiß. Ah. Hallo, wie? Ja? Wir hatten doch erst Ende der Woche einen Termin. Quantified Satori hat eine Benachrichtigung über eine leicht beunruhigende biometrische Messung erhalten. Bei dir alles in Ordnung? Ja, bei mir läuft alles prima. Denk an unsere letzte Sitzung. Die neuromotorischen Entspannungsübungen. 3-mal täglich. Das wird dir helfen. Glaub mir. Sicher, okay. Wir sehen uns. Na gut. Alter, es sieht einfach so übertrieben geil aus, Alter. Aber jetzt droppen wir auch unter 60 FPS. Aber so ist das halt. Qualität ist mir da ein bisschen wichtiger. Gucken wir mal. Es konnte kein ausgewiesener Landepunkt am Zielort ermittelt werden. Lande einfach so nah wie möglich an der Bar. Scheiß aufs Protokoll. Initiiere Landesequenz basierend auf 9 Parametern. Warum nicht? Oh, jetzt landet der auf dem Platz da, oder was? Wir sind am Zielort angekommen. Na dann. Aus wie ein Landeplatz? Du hättest uns umbringen können! Was, Alter? Nein, hey, Baby! Wir wollen echt gerne in Ärger mit dir. Begib dich zum Lizzie's. Kümmere dich um die Einheimischen. Ja, das haben wir schon. Ja? Ja? Hi? Neues Gebiet. Kabuki. So. Stark, echt stark. Warum passiert sowas? Yo. Wir haben nicht alle Zeit zum Quatschen.
Aber zum Rauchen, wa? Schon klar. Jedes Problem hat eine Lösung. Jedes. Und? Wird's heute noch? Was willst du? Halt ein Auge auf den AV, okay? Dafür werde ich nicht bezahlt. Das war keine Bitte. Wenn ich zurückkomme, hat er keinen Kratzer. Willkommen im Lizzie's. So stellt man sich vor den Eingang einer Bar, echt. Die Leute sind ja echt verrückt drauf. Mach keinen Scheiß, Süße. Ja, das für Bässe, Junge. Adlerauge, Baby. Wie geht's denn so, Herzchen? Ah, hi. Stark. Ah. Was sind? Suchst du jemanden? Ja, Jackie. Aber wir sind schon richtig hier. Oh, hallo. This is the century. This is the century. This is the century to your immortality. How many strong are we? Hey. This is the doch das Arschloch hüpfen, ha? Ja, läuft, würde ich sagen, wa? Was läuft in der großen Welt? Viel. Ja? Ich habe gerade zu tun. Ja, ja. Was trinkt ihr? Boah, lass es einfach. Mir geht's gut. Ah ja. Nein, ich will nicht kaufen. Willst du? Da gibt's diesen neuen Laden. Das hab ich vergessen. Okay, gehen wir runter. Hallo. Verpiss dich! Hab genug von Maden wie dir. Kumpel, hast du schon ganz ungeduldig, glaube ich. Ich habe gerade zu tun. Okay, die Sprüche wiederholen sich. Da sitzt er ja. Kommst nicht auf, Thea, oder? Schön, dich zu sehen, Cabron. Jetzt setz dich und sag mir, warum du so mies drauf bist. Auch schön, dich zu sehen, Jack. Wie geht's dir? Valentinos und Maelstrom liegen ständig im Clinch. Gibt eine Menge Eddies zu holen, wenn man sich nicht umbringen lässt. Du weißt ja, wie es ist. Kann mich nicht beklagen. Aber hier geht's nicht um mich. Erzähl mir von deinem kleinen Problem. Jackie, ehe ich loslege, das muss unter uns bleiben. Por supuesto. Ich mein's ernst. Diese Sache könnte mich ruinieren. Ich doch auch. Du weißt schon, mit wem du redest, oder? Ist nicht mein erstes Barbecue. Denk an Mexiko, an der Grenze. Hätte ich nur ein Wörtchen gesagt. Ich weiß, du hast mir den Arsch gerettet. Hättest du nur ein Pieps übers Kartell gesagt. Hab ich aber nicht. Und hier wird's genauso sein.
Deshalb bist du zu Jackie gekommen. Datensplitter. Nimm ihn. Was meinst du? Das wird nicht billig und braucht einen guten Plan. Keine Spuren, nur harte Eddies. Ich hab das Geld. Ist ein Job für eine Crew. Ein Techie, vielleicht auch zwei. Runner mit Gold im Schädel. Fahrer mit richtig schneller Karre. Und natürlich ein Solo. Mhm. Genau der fehlt mir. Und dafür brauchst du mich. Ich soll die Frau für dich kalt machen. Heikle Sache, ich weiß. Deshalb brauche ich jemanden, dem ich vertraue. Das ist keine heikle Sache, Hermano. Das ist ein Auftragsmord. Ganz einfach. Du weißt doch, wie Arasaka arbeitet. Okay, vielleicht auch nicht. Das ist kein simpler Gefallen, den ich einfach so ablehnen kann. Aber ich und das solltest du auch tun. Und jetzt betrinken wir uns und reden übers Leben. Gracias, Marita. Doppelter Tequila mit Grenadin und Limettensaft. Das Beste gegen blanke Nerven. Hm. Naja, gönn dir. Auf das hier. Das ein Toast sein? Was bedeutet das überhaupt? Du hebst das Glas auf deine Mama, deine Hermana, auf die Mamacita an der Bar. Nicht das hier. Das bedeutet doch nicht. Auf das hier. Dieser Job und all der Konzernscheiß. Weißt du, was das ist? Un pacto con el Diablo. Sag ich schon immer. Deine Seele gehört den Arasaka-Teufel. Heute wollen sie, dass du jemanden umnietest. Und morgen lassen sie dich abknallen. Du glaubst, ich hab ne Wahl? Wenn ich mich weigere, nehmen die mir alles. Lass sie doch. Dann haben sie dich endlich nicht mehr bei den Eiern. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Aber ich lass nicht jeden an mein Gehänge. Schon gar keine von Saburos Madonnes. Irgendwann schaffe ich den Absprung. Aber vorerst bleibe ich wohl greifbar. Das wirst du immer sein. Immer. Hey, was wird das? Gibt's ein Problem? Wie? Ist das korrekt? Hat Jenkins euch geschickt? Ich glaube, wir kennen uns nicht. Korrekt. Aber wir kennen dich sehr gut. Jenkins hat dir heute etwas aufgetragen und du wirst uns alles darüber sagen. Wie war Name und Abteilung? Habe ich beim ersten Mal nicht richtig verstanden. Ach, fuck! Ach. Na, wie geht's uns so? Jeglicher Zugriff auf Konzernnetzwerke ist hiermit ungültig. In 2 Minuten hört jegliche Konzernkybernetik in deinem Besitz auf zu funktionieren. Händige uns die Daten von Jenkins aus. Damit ist der Kündigungsprozess abgeschlossen. Wie zum Henker? Habt ihr es rausgefunden? Das hat dich nicht zu interessieren. Die Daten. Sofort. Nee? Ja, geht ja nicht anders. Die Daten von Jenkins. Ich warte. Ja, die Daten sind auf dem Splitter. Gute Entscheidung. Was das? Mit den Formalitäten ja. Aber ich glaube, Abernathy würde uns mehr zahlen, wenn wir dich ganz loswerden. Aufstehen! Du kommst mit uns mit! Komm schon, los! Ich bitte. Ich glaube, ihr habt vergessen, wie weit ihr von zu Hause weg seid. Die Gegend ist nicht so euer Stil, oder? Könnte ungesund für euch sein. Klaro? Wenn ihr schießt, schießen wir vielleicht auch. Und ehe wir uns versehen, ist vielleicht einer tot. Wir haben, was wir wollten. Das reicht fürs Erste. Thank you.
waren knapp. Hijo de la chingada. Wie? Alles klar? Wie fühlst du dich? Ich kann nicht atmen. Brauchst du Hilfe? Nein, nur der Entzug oder so. Die haben mir Hormonregler, Biomon und Zat-Analyse abgedreht. Muss ich meinen Körper erstmal drauf einstellen. Hey, hey, soll ich dich zu einem Ripper bringen? Oder ist vielleicht Traumateam schon unterwegs? Kein TT mehr für mich, Jack. Genau wie keine Biocam-Steuerung, keine Konzernwohnung und kein Bankkonto. Alles weg. Jesus, die Wichser sind schnell. Aber du fühlst dich okay? Ich meine... Gib mir eine Minute. Bin gleich soweit. Das war's, Jack. Mein Leben ist weg. Alles dahin. Ich würde sagen, du hast es wieder. Du konntest nicht Nein zu ihnen sagen. Also haben sie es getan. Das wird dir gut tun. Wirst sehen. Außerdem ist nicht alles weg. Doch, Jack, ist es. Absolut alles. Zugriff auf alle Infos. Wohnung, Auto, Kontakte. Mein Ruf ist zerstört. Aber du hast noch die Eddies für den Auftrag, oder? Ein schöner Batzen Kohle. Perfekt für einen hübsch gepolsterten Neuanfang. Genau, Cabron. Jetzt geht's erst los. Hey, hörst du mich? Du siehst nicht gut aus. Wie? Hey, Hermano. Dein neues Leben beginnt genau jetzt. Hallo, Night City! Stanley hier und vor uns liegt ein neuer Tag in der Stadt der Träume. Ich liebe diese Stadt, liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim ausgesetzt hat und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Jeden Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge. Aber nur die Hälfte dieser Deppen überlebt das erste Jahr in einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach NC? Weil die Straßensamurais wie Morgan Blackhand und Waylon Boa Boa sein wollen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung. Heißt es zumindest. Aber man kann nicht ewig ganz vorne dabei sein. Je schneller du lebst, desto schneller bist du am Ende. Wenn du nicht schon vorher eine Kugel abkriegst. Wisst ihr, wo man die meisten Night City-Legenden findet? Auf dem Friedhof. Glücklicherweise ist es egal, woher du kommst, wo du anfängst. Es geht nur darum, welchen Weg du gehst. In Night City, der Stadt der Träume. Die Tussi muss irgendwo in diesem Gebäude sein. Die wimmeln bestimmt von den Pendejos, die ihn geführt haben. Augen und Ohren auf, okay? Fällt mir ein. Ich hab da was für dich. Militech Trainingsschule. Falls du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Militech? Jack, das ist streng geheime Militärtech. Wie bist du da rangekommen? Z-Pack. Und sie hat's ein bisschen aufgepackt. Ach ja, weil sie's besser kann. War nur nicht ihr Style. Du wirst sehen, was ich meine. Na klar, nehmen wir. Aber Freunde,
dazu würde ich sagen, war es das erstmal für diese Folge von Cyberpunk. In der nächsten Folge machen wir dann erstmal das Kampftutorial und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.